Hallo, willkommen zu einem Video über Josef Kopperschmidt. Ich möchte zunächst mal beginnen mit einigen wenigen biografischen Anmerkungen. Josef Kopperschmidt ist 1937 geboren. Er kommt tatsächlich aus der Tübinger Rhetorik der frühen Jahre. In den 60er Jahren war er Mitarbeiter von Walter Jens am Seminar für allgemeine Rhetorik, das ja 1967 erst gegründet wurde. 1966 war er im Fach klassische Philologie, ne, da kommt der Jens Lehrstuhl ja her, aus der klassischen Philologie, promoviert worden mit einer Studie zum griechischen Drama. Und daran schlossen sich als Assistent von Walter Jens dann Arbeiten zur Situation der Predigt in der Gegenwart an und zum Kirchenvater Augustinus. In den Folgejahren, und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, wechselt der Kopperschmidt dann Institution und auch Ausrichtung seiner Forschung. Und nun eigentlich erst wurde er eben nach dieser Tübinger Zeit. Und ich glaube, dass diese Distanz zum Seminar auch ganz unumgänglich war und letztlich auch für ihn extrem produktiv und ein Glück war. Jetzt erst wurde eigentlich die Rhetorik der zentrale Gegenstand seiner Forschung. Und es ist eine Fokussierung, die sich bis heute eigentlich gehalten hat. Zu Beginn der 70er Jahre wechselte Kopperschmidt an die legendäre Hochschule für Gestaltung, einer Design- und Kunsthochschule im Nachfolge des Bauhauses, an der unter anderem Max Bill und Otto Eicher lehrten. Letzterer ist bekannt für das Corporate Design der Olympiade in München mit diesen damals neuartigen Piktogrammen. Besser gesagt allerdings wechselte Kopperschmidt an diejenige Institution, die übrig blieb, als die HfG abgewickelt wurde 1968, nämlich an das sogenannte Institut für Umweltplanung Ulm, das 1970 gegründet wurde und es war so eine Nachfolge und Abwicklungsinstitution der HfG, an der Kopperschmidt dann als Dozent lehrte. Organisatorisch war die Institution an die Uni Stuttgart angeschlossen und sie bestand bis 1972, bis eben all diejenigen, die in der HfG in Ulm studierten, dann auch ihr Examen gemacht hatten. Dann wurde es wieder aufgelöst. In diesem Kontext entstand dann das im Herbst 1971 publizierte Typoskript Rhetorik. Einführung in die persuasive Kommunikation. Und das haben wir auch im Brechbau bei uns natürlich in der Bibliothek hier schon notdürftig mit Tesafilm zusammengeklebt. Aber das war eigentlich Kopperschmidts erste wirkliche Publikation im Fach Rhetorik. 2 Jahre darauf erschien dann sein erstes richtiges Buch, Allgemeine Rhetorik, Theorie der persuasiven Kommunikation, 1973. Und mit dem Buch werde ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen später, weil das die Keimzelle seines Rhetorikverständnisses ist. Ab 1973 war Kopperschmidt dann Professor für Sprache und Kommunikation an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. 2009 war er dann Vertretungsprofessor in Tübingen an unserem Seminar und seine damalige Vorlesung »Was interessiert die Philosophie an der Rhetorik?« können Sie, wenn Sie wollen, als Audiopodcast nachhören. Zugänglich über den Katalog der Tübinger UB. Also machen Sie das ruhig mal, das ist eine sehr beeindruckende Vorlesung. Kopperschmidt ist heute in Deutschland zweifellos einer der wichtigsten Rhetorikforscher. Er hat seit den 70er Jahren zahlreiche, vielleicht zahllose Monographien zum Thema Rhetorik verfasst und zudem oft zusammen mit den Germanisten Helmut Schanze oder dem Anglisten Heinrich F. Blett Mitglied in der sogenannten, im sogenannten Arbeitskreis für allgemeine Rhetorik. Das war ein Zusammenschluss der Rhetoriker damals und die haben eine ganze Reihe von ganz wichtigen Tagungen gemacht. Ich werde gleich die Buchtitel noch nennen. In diesem Arbeitskreis für allgemeine Rhetorik, der bis in die 1990er Jahre bestand, soweit ich das weiß, spielte sich quasi die deutsche Rhetorikforschung ab, wenn man so will. Ich kann Ihnen mal ein paar Literaturangaben ganz kurz zeigen. Das sind die Monographien. Allgemeine Rhetorik, dann 2 Bände Sprache und Vernunft, dann eine Aufsatzsammlung Methodik der Argumentationsanalyse. Das ist eigentlich sein thematischer Schwerpunkt und auch sein Fokus in der Rhetoriktheorie, die Analyse von Argumentation. Dann nochmal ein Buch Einführung in die Argumentationsanalyse in dieser Reihe bei Junius im Junius Verlag, diese weißen Büchlein zur Einführung. Und dann 2018 ein Buch, was auch viele der Aufsätze in den Sammelbänden nochmal versammelt, in überarbeiteter, erweiterter, abgewandelter Form. Ein Buch mit einem sehr schönen Titel, Wir sind nicht auf der Welt, um zu schweigen, eine Einleitung in die Rhetorik. Dieses Buch ist übrigens
als Open Access zu verfügbar über die Homepage des De Kreuter Verlages oder über den Katalog der Tübinger UB. Das heißt, man kann sich die PDFs einfach kostenlos runterladen, wenn man will. Das sind die Sammelbände seit den 80er Jahren mit Helmut Schanze, damals in Siegen, Germanist, auch einer der Rhetoriker, sehr viel zur Rhetorik der Romantik gemacht, zu Goethe, zur vorneuzeitlichen Rhetorik, dann eine Textsammlung, die wir jetzt schon kennen, weil wir da einen Text rausgelesen haben. Diese zwei Bände 1990-91, ein ganz wichtiger Band über Nietzsche, ein Band über Politik und Rhetorik, der auch sehr interessant ist, Fest- und Festrhetorik, rhetorische Anthropologie, da geht es um Blumenberg, aber auch nicht nur um Blumenberg, ein Band über Hitler, ein Band über die neue Rhetorik, Studien zu Perelman und ein Band über Heidegger über Rhetorik. Das sind die beiden sozusagen Monographien, die am Anfang und am Ende kann man ja noch nicht sagen, man weiß nicht, was noch kommt, aber das ist eben das letzte Buch von ihm, Rhetorik und eine Einleitung in die Rhetorik. Am 15. Oktober 2019 war Kopperschmidt zu Gast bei Lorenz Brockmann, in dessen Reihe Brockmann trifft, im Atelier, Kino im Café Haag. Lorenz Brockmann ist Geschäftsführer der Rhetorikakademie Tübingen und ein Video dieses Abends gibt es auf YouTube. Und ich möchte Ihnen hier einen kleinen Auszug vorspielen, in dem Kopperschmidt über seine Anfänge bei Walter Jens und über die ganze Geschichte, die sich dann danach entwickelt, im Grunde so eine Art intellektuelle Autobiografie, das möchte ich Ihnen jetzt kurz hier einspielen. Sagt mal, glaubst du schön, Matz ab. In einem solchen, mit einem solchen Mann zusammen zu sein, der mit arrivierten Studenten ein Buch schreibt, der mit arrivierten Studenten die Bibel übersetzt, die Protestanten haben dann später wieder gemerkt, das klingt so betulich jetzt, das ist ein bisschen glatter geworden, aber es ist noch ein alter Text. Und darum fand ich es toll, weil die Protestanten dann gesagt haben, dann gehen wir doch wieder zu Luther. Im protestantischen Gottesdienst wird heute wieder Luther, in der Regel Luther-Texte. Die klingen auch sprachlich so fremd, dass man auch hört, das sind wirklich fremde Gedanken. Tu dir das nicht an, das zu glauben, was da alles gesagt wird. Das ist lutherische Anthropologie und die ist katastrophal zum Teil. Non possum und peccare. Ne? Der Mensch kann nichts aus sich machen. Wer will denn das glauben heute? Wir haben doch einiges aus uns gemacht. Aber ich meine, ein Luther, der in Rom ist und nicht mal Michelangelo besucht, der oben bei der Arbeit ist, ne? Alle Chance, wo man sagt, wo war der eigentlich in? Ja, er hat Ablässe gewonnen in Rom. Also Jens, ein riesen Motivierer. Er hatte ja einen Ruf. Und dann hat er den Lehrstuhl bekommen. Und zu diesem Lehrstuhl hat dann Schadewald ihm gesagt, er wollte ihn unbedingt behalten als Kollegen. Er hat gesagt, dann nennt ihn doch einfach klassische Philologie und allgemeine Rhetorik. Rhetorik ist alles, hat Schadewald wörtlich gesagt. Rhetorik ist alles. Da können Sie alles machen. Stimmt ja. Und Jens hat dann nach und nach, wie Sie ja wissen, die klassische Philologie abgeschoben, ist ein eigener Lehrstuhl geworden. Ein-Mann-Lehrstuhl, so habe ich es noch erlebt. Ein-Mann-Lehrstuhl, war nicht viel, klar. Und die ganzen Theorien, das würde ich jetzt auch schon sagen, meine ganzen Theorien habe ich nicht von Jens. Er hatte keine Theorie zu dem Thema. Er hatte nur eine unglaubliche Fähigkeit, Leute in den Vorlesungen zu begeistern. Er hat auch kein großes Rhetorikbuch geschrieben, hatte alles gar nicht gemacht. Da fehlte bei ihm auch die Bezug, die Rhetorik als solche. Das hatte schon Lausberg, kennen Sie wahrscheinlich oder einige von Ihnen. Lausberg, dieses unmögliche Buch mit Tausenden von Paragraphen, wo nichts drinsteht, wofür man Rhetorik braucht, aber was man alles an Figuren da machen kann. Der hat enorme Leistung, Romanist, aber er hat einen völlig falschen Begriff von Rhetorik gemacht. Es gibt Analysen über faschistische Rhetorik, also über, was wir eben hatten, das Thema, wo die Figuren alle aufgelistet werden, die Nazis benutzt haben, und darum zu sagen, die Nazis, das sind arrivierte Professoren gewesen. Die haben Figurenlehre mit Lausberg klassifiziert in Büchern, um zu sagen, dass die Nazis eben gute Rhetoren waren. Also so naiv zu sein, das hat alles, Lausberg hat mich immer, ist eine Fleißarbeit, ich gucke auch manchmal rein, wenn ich den Begriff haben will für diese Figur, ja. Aber die Figuren, da muss man
Blumenberg natürlich lesen. Metaphorologie, das ist eine Philosophie, sagt er, weil die Welt überhaupt nicht ohne figurale oder sagen wir, ohne sprachliche Zugänge muss die Welt erst, oder die Welt muss erst durch Sprache zugänglich gemacht werden. Insoweit ist alles Metaphern, was wir haben. Wir haben nie, wir wissen noch nicht, was irgendein Gegenstand ist. Wir umschreiben ihn, wir haben jetzt zig solche Umschreibungen, die sich so eingebürgert haben, dass sie gar nicht mehr als Metapher wirken. Blumenberg nennt das die Metaphorizität der Sprache. Die ganze Sprache ist eine Metaphorik, mehr nicht. Das heißt, die wahre Bedeutung kennen wir ja gar nicht, weil wir die Dinge gar nicht so kennen. Das will ich nur andeuten. Jens war kein Theoretiker, was Rhetorik angeht. Und da habe ich gemerkt, da musst du einen ganz anderen, und da bin ich eben ein Habermas-Fan geworden. Ich weiß noch, in Tübingen, wir hatten also eigene Arbeitsgruppen, das sind die Samstaggruppen. Damals ging man ja nicht, fuhr man ja nicht nach Hause, sondern man lebte in der Unistadt. Haben wir den ersten Text, der publiziert worden ist von Habermas, ein Taschenbuch war das, und da stand der Begriff Erkenntnisinteresse drin. Und ich weiß noch, wir haben uns am Samstag, uns den ganzen Samstag mit diesem Text, und die waren alle so sauer auf diesen Text, seit wann hat denn Wissenschaft ein Interesse und seit wann haben die Geisteswissenschaften ein Interesse und so weiter. Mich hat der Text, ich habe ihn wahrscheinlich überhaupt nicht richtig verstanden, aber mich hat er fasziniert. Und dann habe ich versucht, mit Habermas Kontakt aufzunehmen. Und dann bin ich nachher über ihn zu seinem Gegner, intellektuellen Gegner, Luhmann, Bielefeld. Diese drei haben dann mir mehr oder weniger die großen Theorien geliefert, Kommunikationstheorien der Gesellschaft, alles diese Begriffe, die heute benutzt werden, wenn Sie mal nachschlagen, was alles über Habermas formuliert ist und was er alles formuliert hat. Solche Sätze wie der zwanglose Zwang des besseren Arguments und so weiter. Wunderbare Sätze, die von der Rhetorik aufgesogen werden könnten, wo diese Dialektik auch da ist. Es gibt nur bessere Argumente, es gibt nicht das schlagende Argument, es gibt überhaupt keine zwingenden Argumente. Kein Argument zwingt, das müsste jedem Rhetoriker klar sein, sonst würde er nicht die Mehrzahl dieser Argumente so wichtig machen. Wir suchen viele Argumente. Ich kenne nicht in der Mathematik, dass man viele Beweise sucht. Entweder ist der Beweis gut oder er taugt nicht. In der Rhetorik zählt die Vielfalt, das steht alles bei Dico schon. Die Vielfalt der Argumente, die Vielfalt der Perspektiven, die geben in der Summe ein besseres Argument als ein anderes. Mehr nicht. Es gibt nie das Schlagende, der Name schon. Das musste man alles woanders her haben. Aber da bin ich gut mitgefahren, wenn man so will. Die beiden haben sich nicht gekannt, auch nicht gemocht. Habermas hat die Rhetorik über Gadamer kennengelernt und da schätzte er nicht sehr, was Gadamer dazu geschrieben hat. Gadamer ist ein Zugang zur Rhetorik, aber ein vorsichtiger, der nicht theoretisch genug durchdacht ist. Aber Habermas hatte die Spur längst, dass er sagte, der Diskurs, und dann kam er endlich, den Namen will ich nur noch nennen, weil er ziemlich unbekannt ist in Tübingen, Perelman. Das ist der Brüsseler Chefphilosoph, der war Präsident der Weltgesellschaft der Philosophie, ein unglaublich einflussreicher Mann, das große zweibändige Buch, ich habe es übersetzen lassen, habe das Geld zusammengeschrammelt allerdings, um das hinzukriegen, in deutscher Sprache, französisch geschrieben, die neue Rhetorik. Wer das Buch nicht gelesen hat, weiß nicht, dass es bereits, das ist in den 50er, 60er Jahren konzipiert worden in Brüssel. Völlig unbekannt geblieben in Deutschland, dass längst in den 60er Jahren ein Begriff von moderner Rhetorik auf Kantscher Ebene, Kantsche Voraussetzungen, dass natürlich die Kantsche Philosophie Voraussetzung ist für eine ernstzunehmende Rhetorik, ist alles bei Perelman da. Alles unbekannt geblieben. Das heißt, wir haben dann Tagungen mit Perelman auch gemacht, der noch lebte, dass er sagte, dass er alles bedauert, dass er Habermas nicht kennengelernt hat. Habermas hat ihn später kennengelernt und ich habe in dem Buch auch hier einen Vergleich mit Perelman und Habermas. Sie sind sich so nahe, bis in die Terminologie. Wir wissen es noch beide nicht. Perelman kannte Habermas nicht und Habermas kannte Perelman nicht, bis er sagte, die Idee des universalen Konsensus steht natürlich bei Kant auch, aber es steht bei Perelman, wie man den methodisch in die Rhetorik einbringen muss. Und Habermas das Gleiche. Ich will nur sagen, diese
ganzen Jens so als der Impulsgeber, der mich sehr gefördert hat, aber dann habe ich mir, würde ich schon sagen, dann habe ich mir die Köpfe gesucht, die in der Theorie was brachten. Und da waren schon andere. Und das Ende kennt. Dann kommen wir zu dem Herrn, Jürgen Habermas. Wenn man Kopperschmidts Rhetorikauffassung auf ihren zentralen Punkt bringen möchte, natürlich verkürzt und etwas holzschnittsartig, dann ist es wohl das derjenige von der vernünftigen Rede. Vernünftige Rede, so hieß auch ein Buch von ihm. Also das ist die Kernidee. Entscheidend für Kopperschmidts intellektuelle Entwicklung ist die Philosophie von Jürgen Habermas. Das hat er in dem Gespräch mit Lorenz Brockmann eben ja auch gesagt. Habermas, Sozialphilosoph in Frankfurt, er war Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Max Horkheimer und er war, das sind eben dann diese Jahre, die wichtig sind, ab 1971 Direktor am dem von Karl Friedrich von Weizsäcker gegründeten Max-Planck-Institut für die Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. Langer Titel, aber in diesen Jahren arbeitet Habermas eben seine wichtigen Aufsätze, die dann 1983 münden letztlich in die Theorie des kommunikativen Handelns. Das passiert in Starnberg alles, in diesem Max-Planck-Institut. In dem Video, was wir gerade gesehen haben, in dem Ausschnitt spricht Kopperschmidt zwar von Habermas und Luhmann, Niklas Luhmann, dem Soziologen, aber ich denke, dass Habermas doch für die Grundlegung von Kopperschmidts Rhetoriktheorie der wichtigere Autor war, gerade dort, wo es um die grundlegenden Koordinaten einer philosophisch begründeten Theorie der Rhetorik geht. Und das ist das Ziel von Kopperschmidt. Deshalb bleibe ich für dieses Einleitungsvideo auch beim jungen Kopperschmidt und beim sozusagen frühen Habermas, nicht ganz frühen Habermas, aber doch in dieser Starnberger Phase, würde aber behaupten und auch, denke ich, begründen können, dass die wirklich grundlegenden Elemente von Kopperschmidts Rhetoriktheorie und Rhetorikauffassung doch über die Jahre weitgehend gleich bleiben. Da legen sich halt immer so neue Schichten noch drumherum. Er entdeckt dann den Perelman irgendwann, er entdeckt den Blumenberg. Und da wird die Theorie dann sozusagen angereichert. Ein bisschen ähnlich auch wie Habermas es selber macht in der Theorie des kommunikativen Handelns, die gegenüber diesen Texten aus den 70ern und zum Teil 60er Jahren, die wir gleich ein bisschen näher angucken werden, doch nochmal deutlich, deutlich theoretisch komplexer sind. Und Ähnliches, glaube ich, kann man für Kopperschmidt durchaus auch sagen. Im Wesentlichen meine ich mit dieser mit diesem Anschluss an Habermas vor allem auch dasjenige Konzept von Rhetorik, das Kopperschmidt nachdrücklich ablehnt. Rhetorik nämlich als eine auf Effektivität getrimmte kommunikative Sozialtechnologie. Und das ist ein wichtiger Begriff, Sozialtechnologie. Josef Kopperschmidt hat für das historische Wörterbuch der Rhetorik nicht viele Artikel geschrieben. Das ist eigentlich auch verwunderlich. Er hat auch nicht die Artikel über Argumentationstheorie geschrieben, die eigentlich in sein Fachgebiet fallen und wo er wirklich ein international anerkannter Fachmann ist. Aber er hat einen Artikel verfasst, das ist der Artikel Sozialtechnologie. Und das deutet schon darauf hin, dass das für ihn ein ganz zentraler Begriff ist. Habermas hatte sich seit etwa der Mitte der 60er Jahre so für den Zusammenhang ganz grob und unscharf von Rationalität und Kommunikation interessiert. Ein wichtiger Hintergrund stellten für die damalige Zeit aufregende theoretische Entwicklungen in der Linguistik dar. Unter anderem bezieht sich Habermas auf die Sprechakttheorie von Austin und Searle, also das ist der Beginn der linguistischen Pragmatik, und auf die generative Grammatik von Chomsky und einige andere natürlich auch. Dabei interessiert sich Habermas aber nicht primär für konkrete Äußerungen und die Erforschung sozusagen der, wenn man so will, kommunikativen Empirie, mithin also das, was viele Sprachwissenschaftler machen. Das wird im Folgenden dann noch deutlich werden, denn er überschreibt sein Projekt mit dem Titel Universalpragmatik oder Theorie der kommunikativen Kompetenz. Das ist also das, worum es ihm eigentlich geht. Die Aufgabe der Universalpragmatik ist nach Habermas die Nachkonstruktion des Regelsystems, nachdem wir Situationen möglicher Rede überhaupt hervorbringen oder generieren. Und vielleicht sieht man an dieser Kurzdefinition von Habermas schon, worin dann für Kopperschmidt die Brücke zur Rhetorik, auf die Habermas, ich werde da gleich noch eingehen, im Übrigen nur am Rande und wenn dann ziemlich negativ sich bezieht, liegt. Denn die Rhetorik, verstanden als System,
als Techne oder als Ars Rhetorica, die die Produktion einer Rede anleitet, die kann ja auch verstanden werden als so ein generatives System. Und tatsächlich hat man das auch vor allem in den rhetoriktheoretischen Entwürfen, die im Kontext des sogenannten Strukturalismus, vor allem in Frankreich entstanden, hat man ganz stark sozusagen diese generative Karte gespielt. Entscheidend in Habermas' Denken ist dann eine begriffliche Differenzierung zwischen dem, was er in einem Text von 1971, kommunikatives Handeln einerseits und Diskurs andererseits, nennt. Habermas schreibt, ich lese Ihnen ein längeres Zitat vor, aber so die Quintessenz ist in dieser Tabelle drin. Habermas schreibt, wir können zwei Formen der Kommunikation oder der Rede unterscheiden. Kommunikatives Handeln, Interaktion auf der einen Seite, Diskurs auf der anderen Seite. Dort wird die Geltung von Sinnzusammenhängen naiv vorausgesetzt in der Interaktion, um Informationen, handlungsbezogene Erfahrungen auszutauschen. Hier, also im Diskurs, werden problematisierte Geltungsansprüche zum Thema gemacht, aber keine Informationen ausgetauscht. In Diskursen suchen wir ein problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen Handeln bestanden hat, durch Begründung, also Argumentation, wiederherzustellen. In diesem Sinne spreche ich fortan von diskursiver Verständigung. Verständigung hat das Ziel, eine Situation zu überwinden, die durch Problematisierung der im kommunikativen Handeln naiv vorausgesetzten Geltungsansprüche entsteht. Verständigung führt zu einem diskursiv herbeigeführten, begründeten Einverständnis, das sich wiederum zu einem traditionell vorgegebenen Einverständnis verfestigen kann. Ende des Zitates. Es gibt also sozusagen zwei Formen von Kommunikation bei Habermas. Keine zwei Formen von Rhetorik, das kommt dann bei Kopperschmidt. Einerseits eben das, was er kommunikatives Handeln nennt, Interaktion, Alltagskommunikation, wie wir sie die ganze Zeit eigentlich im Alltag ganz oft praktizieren. Dann gibt es aber besondere Situationen, in denen wir sozusagen in einen anderen Modus schalten oder wechseln, in dem es dann eben um die argumentative Begründung eines in der Kommunikation aufgestellten Geltungsanspruches geht. Ein solcher Diskurs, in dem dann strittige Geltungsansprüche unter Suspendierung von Handlungszwängen, also es gibt so eine Stillstellung, eine Sistierung der Handlung, argumentativ geklärt werden muss, muss nach Habermas bestimmte Bedingungen dann erfüllen, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Und auf diese Bedingungen kann ich im Folgenden gar nicht näher eingehen, obwohl das vielleicht mit der Kern der Universalpragmatik von Habermas ist. Und das ist die berühmte Idee von der idealen Sprechsituation. Ausgearbeitet hat er die unter anderem in dem Aufsatz Wahrheitstheorien von 1972. Diese ideale Sprechsituation formuliert Bedingungen für das Vorliegen einer idealen Sprechsituation und damit für den kommunikativen Modus des Diskurses. Also überlegt, was müssen da zum Beispiel für Wahrhaftigkeitsbedingungen herrschen und wie erkennen wir überhaupt, dass wir uns wirklich in einer idealen Sprechsituation befinden. Das wäre super interessant, dem weiter nachzugehen. Und das ist, wie gesagt, ein Kern tatsächlich von Habermas Universalpragmatik. Aber das führt für Kopperschmidt, denke ich, zu weit. Allerdings möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Habermas insgesamt keine besonders positive Sicht auf die Rhetorik hat. In einem Aufsatz, der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, 1970 erschien in der Festschrift für Hans-Georg Gadamer, schreibt Habermas von der, Zitat, merkwürdigen Ambivalenz zwischen Überzeugung und Überredung, die dem rhetorisch hervorgebrachten Konsens anhängt, zeigt sich nicht nur das Moment Gewalt, das bis auf den heutigen Tage an dem, wie auch immer, diskussionsförmigen Willenbildungsprozessen nicht getilgt worden ist. Das heißt, rhetorische Kommunikation ist für Habermas immer interessegeleitet, und strategisch, und sie hat deshalb immer so einen Moment von Gewalt und einen Moment, könnten wir auch sagen, von Zwang. Das heißt, rhetorisches Kommunizieren ist nicht auf der Ebene des Diskurses angesiedelt. Denn im Diskurs herrscht, wie Habermas schreibt, berühmte Formulierung, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes. Der Diskurs ist also, wenn man ein mal bei Habermas bleibt, sozusagen ein antirhetorischer Modus des Aushandelns von Geltungsansprüchen.
antirhetorisch in dem Sinne, dass es hier kein strategisches Moment geben darf. Und genau hier setzt Kopperschmidt an in einem ganz interessanten Move, den er eigentlich macht. Kopperschmidt positiviert den Begriff der Rhetorik. Klar, er kommt von Jens, er kann ja auch nicht anders, als den Begriff der Rhetorik positiv zu verstehen. Und im Grunde rettet er ihn gegen Habermas. Und das ist vielleicht so eine entscheidende Wolte seiner Rhetoriktheorie. Rhetorik wird also zu einer Theorie des Diskurses. Und Gegenbegriff ist derjenige eben der rhetorischen Technologie, Rhetorik verstanden als Sozialtechnologie, als Theorie sozusagen der strategischen Überzeugung. Das ist das Gegenkonzept. Und jetzt will ich Ihnen ein paar Zitate vorstellen aus dem frühen Buch Allgemeine Rhetorik von 1973. Ein paar lange Zitate will ich vorlesen. Und er scheidet nämlich zwei Rhetorikbegriffe, das ist auch vielleicht nochmal ganz interessant in dem Buch. Und das ist in dem Kontext ganz am Anfang des Buches, wo er die Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Rhetorik etwas näher beleuchtet, und er thematisiert dort ein nach seiner Ansicht falsches Verständnis von Rhetorik. Die im Sprachgebrauch manifeste Verflechtung von Theorie und Praxis, sagt er, der Rhetorik verweist auf eine in der Sache begründete Beziehung, deren Aufhellung unter anderem Ziel dieser Arbeit ist. Doch schon jetzt sei gesagt, dass diese Aufhellung nicht gelingen kann, wenn die Theorie als Systematisierung und Klassifikation der Bedingungen sprachlich effektiven Verhaltens missverstanden wird. Gleichwohl stellt sich dieses Theorieverständnis fast immer dann ein, wenn von Theorie der Rhetorik die Rede ist. Ausgehend von dem Axiom, dass Sprechen, Reden Tätigkeiten sind, die jeder vollzieht, scheint die Theorie nur noch in der Lage zu sein, unbewusste Prozesse der Praxis bewusst zu machen, mit dem pragmatischen Ziel, diese Prozesse der Praxis besser beherrschen, Redetechnik, beziehungsweise besser analysieren, Redekritik, Stilistik zu können. Was sich gemeinhin als Theorie der Rhetorik aufspielt, geht mit wenigen Ausnahmen von diesem Theorieverständnis aus. Das Ergebnis ist, man meint rhetorische Technologie, wenn man von Theorie der Rhetorik spricht, also ein falsches Theorieverständnis. Und man merkt natürlich so gleich, dass da auch eine Polemik drin ist in der Art und Weise, wie Kopperschmidt das formuliert. So mal Ausdrücke wie gemeinhin, man meint. Ne, diese Form von Rhetorik, die Ableitung rhetorischer Theorie aus erfolgreicher Praxis mit dem Ziel sozusagen der Verbesserung der Praxis, ist also überhaupt nicht das, was Kopperschmidt unter einer Theorie der Rhetorik versteht. Im Gegenteil, sie ist, wie er schreibt, eine bloße rhetorische Technologie. Theorie versus Technologie ist eine grundsätzliche Entscheidung, eine Trennung, und eine bloße Zusammenstellung von Techniken persuasiver Rede ist für ihn eben noch keine Theorie. Das ist einfach zu wenig für ihn. Und zugleich, denke ich, überrascht dieses harsche Urteil ein wenig, blickt man mal historisch sozusagen auf das Verhältnis von rhetorischer Praxis und rhetorischer Theorie zurück. Denn das von Kopperschmidt kritisierte Verfahren, also des Sammelns und Zusammenstellens sozusagen von Beispielen guter, erfolgreicher Rhetorik mit dem Ziel der Verbesserung, das ist ja eigentlich eine antike Auffassung, die wir bei Cicero und Quintilian auch finden, also eine Ableitung rhetorischer Normen der Textverfassung und der Performance aus sozusagen empirisch erfolgreicher Praxis. Das ist ja bei Cicero und bei Quintilian das Modell, wie eigentlich die Ars Rhetorica überhaupt entsteht, in die Welt kommt. Theorie entsteht eben für die antiken Theoretiker aus bewährter Praxis. Und das, da formuliert Kopperschmidt das Gegenprogramm. In seiner Begründung einer Rhetorik als Theorie eben überzeugender Rede, überzeugende Argumentation bezieht sich Kopperschmidt natürlich unter anderem, aber das ist für ihn sehr wichtig, auf die aristotelische Rhetorik, vor allem auf die Eingangspassage in 1.2, in der Aristoteles die Argumentation und in Gestalt vor allem eben des Enthymems als systematischen Kernbereich der Rhetorik ausmacht. Rhetorik sei, so heißt es in der allgemeinen Rhetorik bei Kopperschmidt weiter, eine, Zitat, auf intersubjektiver Verständigung und Kommunikation in der Gesellschaft bezogene Disziplin. Eine solche Konzeption von Rhetorik lasse sich, und hier fällt das Stichwort dann auch schon wieder, nicht technologisch vereinnahmen. Sie sehen hier also, gegen welche Konzeption von Rhetorik sich Kopperschmidt mit Nachdruck vehement wehrt.
gegen alle Formen strategischer oder technischer Kommunikation, wie sie, das hat er zum Beispiel im Blick an der Stelle, nicht zuletzt auch in der psychologischen Persuasionsforschung untersucht wird. Oder in der Werbung, Werbeforschung, sowas, Verkäufertricks. Das hat er im Blick, eine solche Form von strategischer Rhetorik macht für ihn eben nicht den Kern der Rhetorik aus, ist auch keine Theorie der Rhetorik. Vielmehr gehe es eben in der Rhetorik, und da bezieht er sich dann tatsächlich auf Jens, interessanterweise um Humanität und Aufklärung. Nochmal ein Zitat. Wenn Habermas Begriff Rationalität des Handelns als möglicher Übersetzungsvorschlag für Aufklären und Humanität befördern gelten kann, worin Jens bekanntlich das Geschäft der Rhetorik erkennt, dann dürfte deutlich werden, dass diese Rationalität etwas anderes meint als Effizienz und Leistungssteigerung. Und da ist jetzt so der Moment, in dem er eigentlich den Habermas und den Jens miteinander zusammenbringt. Es geht also nicht um Effizienz, und das sollten wir uns vielleicht auch für die Diskussion dann am Mittwochabend nochmal merken. Ein letztes längeres Zitat von Kopperschmidt. Rhetorik im handlungstheoretischen Rahmen zu entwickeln, kann demnach nicht mit praxeologischen Kategorien wie Effizienz, Leistung, Wirkung und so weiter gelingen, sondern es müssen handlungstheoretische Kategorien aufgesucht werden, die Vernünftigkeit des Handelns analytisch zu beschreiben imstande sind. Entsprechend kann das Interesse einer handlungstheoretisch orientierten Rhetorik nicht in einer praxeologisch verstandenen Effizienzsteigerung liegen, sondern in einer handlungstheoretisch verstandenen Ausweitung von Vernunft, die als sprachliche zugleich auch öffentliche Vernunft ist. Und auch hier stellen sich, finde ich, relativ schnell zwei Fragen. Diese Form der verständigungsorientierten Rhetorik nicht eine Utopie, nur eine Utopie, deren Realisierung unmöglich erscheint. Darüber müssen wir, glaube ich, auch sprechen, auch mit Blick auf den Aufsatz, den wir lesen. Und wie lassen sich die beiden Spielarten der Rhetorik im Vollzug eigentlich konkret unterscheiden? Die letzte dieser beiden Fragen beantwortet Kopperschmidt wieder durch Rückgriff auf Jürgen Habermas. Vor allem aber, und jetzt kommt jemand ins Spiel, den er auch in dem Video, in dem Gespräch mit Lorenz Brockmann erwähnt hat, nun kommt Chaim Perelmanns Argumentationstheorie von 1958 in der neuen Rhetorik, La Nouvelle Rhétorique, ins Spiel. Bei Perelmann gibt es eine ganz wirkungsmächtige Unterscheidung zwischen zwei Typen des Publikums. Einerseits eines partikularen Publikums und eines universellen Publikums. Also diese beiden Publikumsbegriffe unterscheidet Perelmann. Beide kann ein Redner adressieren, und die Ausrichtung auf ein bestimmtes Publikum bestimmt dann auch die Wahl der Argumente. Wer seine Argumente an einem potenziell unabschließbaren Publikum ausrichtet, muss sie anders wählen, anschlussfähiger wählen, als wenn der Redner diese Argumente nur auf eine kleine beschränkte Gruppe ausrichtet. Bei Perelmann wird damit die Differenz von Überreden, die richtet sich auf ein partikulares Publikum, und Überzeugen richtet sich auf ein universelles Publikum verbunden. Der Grad der Vernünftigkeit einer Rede wird also, so schreibt Kopperschmidt in dem Aufsatz, den wir in dem Seminar lesen, wird vom Grade ihrer Zustimmungsfähigkeit durch die Betroffenen abhängig gemacht. Je mehr möglichst alle Mitglieder des Publikums einem Argument zustimmen können, also je mehr es entgrenzt werden kann, desto vernünftiger ist die Rede. Vernunft, und damit komme ich zum Schluss dieses Videos, Vernunft ist natürlich ein hohes Gut und eine Errungenschaft der Aufklärung, zweifellos. Im Seminar werden wir darüber auch zu sprechen haben, welcher Verlust vielleicht die Orientierung an der Diskurstheorie von Habermas mit sich bringt. Also die Frage, was gewinnt die Rhetorik und was verliert sie? Und welche Rhetorik ist dabei jeweils gemeint? Wir merken jetzt ja schon relativ am Beginn des Semesters, es gibt ganz unterschiedliche und auch überhaupt nicht miteinander zu verbindende, diametral unterschiedliche Konzepte von Rhetorik. Und wie verhält sich dann zum Beispiel Kopperschmidts Rhetoriktheorie der vernünftigen Verständigung, etwa um nur ein Beispiel zu nennen, zu Joachim Knapes Konzept der Rhetorik als strategischer Kommunikation? Wie lassen sich diese beiden
Rhetorikkonzepte jeweils begründen? Und sind sie überhaupt in irgendeiner Form auch eine Annäherungsweise zur Deckung zu bringen? Denken Sie darüber, über solche Fragen, bitte auch in Ihren Essays nach, in den Texten, die Sie schreiben. Und wir werden darüber natürlich dann auch in den Seminarsitzungen sprechen. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Lesen des Kopperschmidt-Textes und wir freuen uns auf Ihre Texte und dann bis Mittwoch, in einer Woche natürlich. Tschüss!